Hey yo, was geht so liebe Leute und damit herzlich willkommen zu Let's Play Sonic Adventure 1 hier bei Crash 40 Freak 89. Erschien 1999 für das Sega Dreamcast, kam dann später noch als grafisch aufgebessertes Remake für GameCube und PC mit dem Zusatztitel Director's Cut, kurz DX. Und das hier ist nochmals ein HD-Remake zu Sonic Adventure 1. Bin mir nicht sicher, ob es jetzt ein HD-Remake zur DX-Version oder zur Originalversion ist. Ich sehe eher, dass es sich schon mehr wie die DX-Version spielt. Aber eigentlich ist es ja, sind der DX und das Original immer noch ein und dasselbe Spiel. Nur höchstens grafisch ein paar Unterschiede. Natürlich gibt es dieses Spiel jetzt auch über Steam-Account und andere Download-Portale, aber dieses Spiel spiele ich ja über die Sega Dreamcast Collection auf der Xbox 360, welche unter anderem noch HD-Remakes von Crazy Taxi, Space Channel 5 und Sega Bass Fishing beinhaltet. Aber wir spielen jetzt natürlich Sonic Adventure 1. Und wir können auch gleich losstarten mit dem Spiel. Und bevor wir anfangen, möchte ich auch gerne auch etwas anderes über dieses Spiel loswerden. Dieses Spiel ist außerdem noch zusätzlich das erste Spiel mit dem modernen Sonic. Sprich, hier bekamen Sonic, Tails, Knuckles und Amy zum Beispiel, welche in diesem Spiel auch vorkommen, zum allerersten Mal ihre modernen Sprite verpasst. Zum Beispiel der Sonic, der größere, schlankere und coolere und so weiter und so fort. Und natürlich auch die Augenfarbe geändert, weil wo früher nur alle schwarze Augen hatten, hat jetzt zum Beispiel der Sonic jetzt grüne Augenfarbe und so weiter und so fort. Bisher alles. Und bei diesem Spiel spielt man jetzt ja nicht nur Sonic, sondern man spielt auch andere Charaktere. Ich hoffe, die kann ich alle zeigen, bevor wir wirklich mit dem Adventure-Modus losstarten. Sonst wird wahrscheinlich jetzt schon gleich mit der Cutscene beginnen. Nein. Wir spielen das Spiel nicht nur mit Sonic, sondern auch mit Tails, Knuckles, Amy und die Charaktere, die hier zum allerersten Mal aufgetreten sind. Big the Cat und E-102 Gamma. Der erste Rebell unter Eggmans Robotern. Sprich, er war der erste, der sich gegen seinen Schöpfer gelehnt hat. Aber wie oder was, das sehen wir noch bei seiner Story bzw. im Laufe des Spiels. Und man muss schon wirklich, um die ganze Story überhaupt aufgeklärt zu bekommen, mit jedem Charakter durchspielen. Weil, nämlich, wenn man bei einem Charakter nämlich komplett durchspielt, dann kommen bei der Story so manche, also bei jedem anderen Charakter, die man zusätzlich spielt, werden Fragen über die Story geklärt, welche beim ersten Charakter noch vorgekommen sind. Zum Beispiel fängt man ja eigentlich mit Sonic an. Und wenn man seine Sonic-Story durch hat, dann kann man auch mit anderen Charakteren, wie zum Beispiel mit Tails, spielen. Natürlich spielt man fast dieselben Stages, nur immerhin auf unterschiedliche Weise. Wenn wir jetzt also mit Sonic durchspielen und Fragen aufkommen über die Story, können wir sie zum Beispiel dann auch mit Tails beantworten. Das Ganze geht wiederum weiter bei Knuckles und bei Amy, Big und Gamma und so weiter und so fort. Wisst ihr ja schon. Also habe ich ja schon erwähnt. Und jeder Charakter spielt sich außerdem anders. Mit Sonic erlebt man natürlich Highspeed Action Jump'n'Run Stages, so wie wir es kennen. Mit Tails auf ähnliche Weise. Nur dieses Mal muss man ein Wettrennen gegen andere Charaktere bestreiten. Und nur wenn Tails gewinnt. Nur wenn man mit Tails gewinnt, dann ist der Level, gilt der Level als beendet. Mit Knuckles macht man Schatzsucher-Levels. Sprich, wir müssen die vermissten, die zerbrochenen Stücke des Master Emeralds wieder zusammenfinden. Und mit Amy flieht man vor einem psychopathischen, kranken Pedo-Roboter mit dem Namen Zero. Man muss es immer dann bis zum Ende des Levels schaffen und dabei ihn auch immer wieder ausweichen. Mit Big the Cat macht man einfach Fischer-Levels. Man versucht immer wieder seinen Frosch Froggy zu fangen. Nur dann gilt der Level als beendet. Und mit Gamma macht man praktisch Levels gegen die Zeit. Also man muss Gegner oder Hindernisse oder was auch immer besiegen, um zusätzlich Zeitboni zu bekommen, weil die Zeit rennt einen immer davon. Bei den ersten Levels ist es vielleicht noch ziemlich easy, aber bei den letzten Levels kann man schon ein oder andere Leben verlieren.
Zumindest ist das mir passiert, als ich zum ersten Mal das Spiel gespielt habe. Das bekam ich auch erst sehr viel später. Also vor ein paar Jahren habe ich es erst zum ersten Mal durch anzocken können auf der Xbox 360, da ich damals noch kein Dreamcast hatte. Okay, so viel mal zu dem Spiel. Ich habe euch erklärt, warum, wie es jetzt bei diesem Spiel ablaufen wird. Die Story ist natürlich noch nicht bekannt. Naja, eigentlich den meisten Sonic-Fanatikern unter euch trotzdem. Aber wenn euch das Let's Play gefällt, dann bleibt dabei. Also, wir starten jetzt endlich mit Sonic durch. Let's get him. Und die Geschichte beginnt in Station Square. Der einzigen Stadt mit Menschen auf Mobius. Zumindest glaube ich, dass es dem so ist, weil in Anime Sonic X zum Beispiel war das ja eine Stadt auf Erden, wo ja Sonic und seine Freunde praktisch auf der Erde gelandet sind. Hier geht natürlich das alltägliche Leben immer ab. Doch was ist das? Und da kommt natürlich unser aller Lieblingsheld, Sonic. Oh yeah! This is happening! Huh? Oh. What's up? Das gilt es jetzt herauszufinden, warum die Polizei jetzt so aufgebracht ist. Fail. Oh no! Our weapons are useless! Retreat! All personnel! Fall back! Oh yeah! This could be fun! Und es beginnt auch gleich mit einem Bosskampf gegen Chaos Zero. Der erste Bosskampf ist noch recht einfach. Oh, aber da lasse ich mich schon billig treffen. Einfach immer auf ihn drauf mit der Homing Attack. Die wurde ja auch bei diesem Spiel zum allerersten Mal eingeführt, weil es gab ja schon mit den Classic Sonic einige 3D-Spiele, aber die Homing Attack gab es zu dieser Zeit damals noch gar nicht. Und jetzt versucht er es natürlich von oben zu erwischen. Aber uns kriegt er natürlich nicht. So, einfach eine gezielte Homing Attack auf ihn einsetzen und das war's auch schon. Da geht er down, da geht er down. Yes. Come on, you big drip. Where are you going? Das fängt ja gut an. You know nothing, fool. It's Chaos, the god of destruction. Eggman. Natürlich steckt er mal wieder dahinter. Aber was hat es mit dieser Chaos-Kreatur auf sich? Das werden wir jetzt im Laufe dieses Spiels sehen. Ja. Das war erstmal eine kleine Einleitung zum Spiel. Und am nächsten Tag entspannt sich Sonic einfach mal am Pool seines Hotels. Huh? Oh, ist das nicht Tails? What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah! Bumm! Tails!
What am I gonna do with you? Ja, da geht's auch schon los. Tails ist hier abgestürzt. Und wir müssen natürlich versuchen, ihm zu helfen. Weil Sonic hatte eigentlich geplant, hier einen kleinen Urlaub am Pool in Station Square zu machen. Nach seinen Abenteuern. Aber wird natürlich wieder unterbrochen. Hier können wir außerdem mit... ich kann euch nochmal schnell die Steuerung erklären. Ich steuere das ja über die Xbox 360. Entweder mit dem Steuerkreuz oder mit dem Analogstick. Ich mach's doch lieber mit dem Analogstick, weil den bin ich jetzt schon eher gewohnt. Obwohl das Steuerkreuz, mit dem habe ich angefangen. Ich mach doch mal das Steuerkreuz. Mit dem Steuerkreuz und Analogstick steuert man Sonic, zumindest auf der Xbox 360. Mit A-Knopf springt man und wenn man nochmal A-Knopf drückt, kann man die Homing Attack einsetzen. Mit B-Knopf gedrückt lassen, den Spin Dash. Und den E-Knopf in der Luft drücken lassen, lässt einfach Sonic von seinem... Lässt praktisch einfach Sonic wieder von der Luft direkt fallen, wie es mit X ist. Ja, aber auch mit X den Spin Dash einsetzen. Aber Sonic bekommt noch im Laufe des Spiels zusätzlich, genauso wie die anderen Charaktere, zusätzliche Fähigkeiten spendiert durch bestimmte Items, die sie dann auch während des Abenteuers tragen, praktisch. Zum Beispiel ein Upgrade für die Schuhe oder was auch immer. Aber das werdet ihr alles noch im Laufe des Spiels sehen. Dadurch haben sie dann immer bestimmte Fähigkeiten, die ihnen auch das beim Weiterkommen helfen. Mit X springen wir natürlich die ganzen Leute um uns herum an auf der Karte. Typisch für mich, ein Monster erscheint, ein Flugzeug stürzt ab. Ich kam hier, um mich entspannen, das ist unglaublich. Und ihr habt es auch gemerkt, die Animationen bei den Cutscenes sind wirklich sehr schlecht gemacht, aber das war auch erst das allererste richtige 3D-Sonic. Zumindest das allererste 3D-Sonic für den Dreamcast, da war die Technik auch noch nicht so gut ausgereift. Und das Spiel konnte man ja auch nur sozusagen grafisch remaken, weil ich meine, guckt euch mal die Figuren von den Menschen an. Im Vergleich zu Sonic. Sonic sieht da nicht ganz so kantig aus wie jetzt hier gerade die Lady. Einfach so abgestürzt da drüben am Strand. Ich hoffe, der Pilot hat überlebt. Mr. Sonic, bitte, geh hin und rette ihn. Kein Problem. Was ist mit dir, Bushi? Ich bin der Besserwisser. Ich gebe dir einen Tipp. Greif dir die drehenden Ringe, das ist wichtig. Solange du die Ringe hast, geht alles gut, selbst in Krisen. Jetzt weißt du's. Sorge dich nicht, wenn sich der Ausblick plötzlich ändert. Das passiert manchmal. Einfach in die gleiche Richtung weiter. Du brauchst vielleicht etwas Zeit zur Gewöhnung. Gib nicht auf. Damit redet er wahrscheinlich von der Kamera. Weil die kann ja auch teilweise ein bisschen zickig werden, weil das Spiel hat auch teilweise ein bisschen Bugs, aber das kann man von der Technik von damals noch so erwarten. Aus 1999 kam mir das Spiel raus. Ich meine, Sonic Adventure 2 kam dann auch erst später auf den Dreamcast und auch dann auch viel später als Remake mit Battle. Das kommt natürlich mit dem Zusatztitel Battle. Das kommt natürlich auch direkt auf diesem Spiel als Let's Play. So viel zur Erklärung des Spiels. Hier kann man natürlich auch noch mit Sonic ertrinken, wenn man zu lange hier unter Wasser bleibt. Da kommt natürlich auch der Countdown, aber das zeige ich jetzt lieber nicht mehr. Ich verschwende keine Zeit, sondern wir starten gleich durch mit der ersten Stage, den Emerald Coast, welcher ja in Sonic Generations auf dem 3DS wieder eingeführt worden ist. Der kommt natürlich auch noch als Let's Play, aber erst sehr, sehr viel später. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Auf jeden Fall geht es jetzt endlich los. Wir starten den ersten offiziellen Level. Und unser Ziel hier bei den Level ist einfach, bis zum Ende des Levels zu kommen. Ja, ganz einfach. Einfach typische, klassische 3D-Gaming, so wie man es haben möchte. Und was zur Hölle machen hier am Strand bitte schon die ganzen Gegner? Hier sind zum Beispiel wieder die guten alten Bombenaffen aus Sonic 3. Ich glaube, den Gegner hatte man auch in den klassischen Mega Drive-Games. Ja, diese Affen, die einen ständig mit Bomben bewerfen, eigentlich als Kokosnüsse bekannt. Und diese Tierchen hier, die wir dann zerstörten Tieren rausholen, die werden auch erst später noch im Laufe des Spiels relevant. Da gibt es nämlich auch noch einen zusätzlichen Inhalt, den ich euch gerne in diesem... den ich euch in diesem Spiel noch zeigen möchte. Aber dazu kommen wir in einem späteren Part bestimmt noch dazu. Erstmals, machen wir mal den Emerald Coast. Checkpoint nicht aktiviert, möchte ich schon noch machen. Hey, und spinnen wir hier wieder richtig durch. Aber damals, für damalige Verhältnisse, ich meine, vielleicht kann man das ja auch jetzt nicht so wirklich vergleichen, da das hier ein... Oh, HD Remake ist, das war jetzt ein Bug. Eindeutig.
Und eigentlich sollte ich hier da raufflitzen. Ich meine, dafür, dass es für ein Spiel aus 1990 sieht, ist ganz gut aus hier. Und ja. Yay! Der Himmel, der Hintergrund, alles ganz schön gut dargestellt. Da haben sich die Entwickler schon ein bisschen was einfallen lassen. Also über diese Brücke zu gehen ist doch ein bisschen gefährlich, vor allem da hier ein riesiger, hungriger Orca auf einen wartet und einen jetzt, boah, die Stasi hinterherjagt, Hilfe! Ich glaube, der hat Hunger auf Igel. In Sonic 2006 kam er noch einmal vor, weil ich die erste Stage auf Sonic 2006 sollte auch auf Sonic auf den Emerald Coast zu Sonic Adventure 1 hinweisen. Ich rede natürlich von Wave Ocean jetzt aktuell, wie es dann in Sonic 2006 heißen wird, oh Gott. Ah, ein Fail in diesem Level. Typisch für mich. Ich wollte einfach nur ein bisschen springen und eigentlich sicher auf diesem Gelände hier landen, aber das hat sich's, weil aufgrund der Tatsache, dass das Spiel ein bisschen verbuggt ist, kann sowas schon mal vorkommen, dass man sich auch ein bisschen an die falsche Stelle glitscht. Vor dem, wenn man hier speedrunnen möchte, kann man schon mal einige Risiken eingehen. Das macht es auch richtig schwierig, wenn das Spiel so verbuggt ist und man teilweise glitscht. So, lebe ich erstmal extra Tempo drauf. Ich hätte auch diese Tempobox bekommen können. Aber was soll's, hier habe ich wenigstens die Abkürzung hier erreicht. Yay! Und extra Leben. Die Musik verändert sich natürlich auch wieder. Und ja, das war wieder ein Bug, weil ich kann nicht wirklich so richtig gut an der Wand entlang laufen, weil wenn man ein bisschen zu blöd nach links oder nach rechts driftet, dann fällt Sonic runter. In Sonic 2006 ist das wirklich die Hölle. Kann ich euch nur sagen. Deswegen werde ich das Spiel auch nicht let's playen, weil diese Glitch-Party, die nervt nur brutalst. Ich meine, in Sonic Heroes gibt es natürlich noch eine englische, ähnliche Glitch-Party, aber trotzdem werde ich das Spiel let's playen. Fragt euch warum? Naja, weil ich das Spiel schon besser finde und ja, ich habe halt Bock dazu. Weil Sonic Heroes habe ich da auch zum ersten Mal auf dem PC gespielt. Das war mein erstes PC-Spiel. Bevor ich es dann auf die PlayStation 2 bekommen habe, ich könnte es natürlich jetzt auch wieder auf dem PC spielen. Jump on panel number 1. It will take you to panels 2 and 3. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Danke, rote Geist, der irgendwie wie eine rote Fee aus The Legend of Zelda aussehen soll. Ah, diesen Charakter wird auch noch irgendwann relevant. So, jetzt machen wir hier sozusagen Wandsprünge, mehr oder weniger. Einfach von Feld zu Feld springen. Das gibt es natürlich auch auf Sonic Generations auf dem 3DS. So ein ähnliches Feldgehopse, sozusagen. Ich liebe die Musik. Wir sind schon am Ende des Levels angelangt und die Delfine waren auch wirklich schön in Szene gesetzt, oder? Habe ich irgendwas noch nicht über das Spiel erklärt? Nein. Ja, bei Sonic Heroes, da freue ich mich auch schon riesig drauf, wenn das Let's Play starten wird, aber das kommt ja auch, das habe ich ja auch zum ersten Mal auf dem PC gespielt, bevor ich es auf PlayStation 2 noch geschenkt bekommen habe. Mit natürlich sogar als Platinum Edition. Und ja, da dachte ich mir, vor allem, weil es auf dem PC schlecht funktioniert habe, dachte ich mir, okay, auf der PS2 funktioniert es immer fehlerfrei. Und ich kann es auch mit meiner HD-PVR aufzeichnen. Auch wenn ich heute jetzt mit selbst meinem Laptop das auch problemlos spielen könnte, vor allem, da ich auch meine Treiber aktualisiert habe, weil vorher konnte ich das Spiel nicht spielen. Und ja. Weil irgendwie die Treiber wahrscheinlich veraltet waren, weil das Spiel konnte einfach nicht gestartet werden, ganz egal, was ich gemacht habe. Heute würde es zwar funktionieren, aber ich habe es leider schon hergegeben. Was soll's? Dafür habe ich jetzt das auf der PS2 und das wird danach nach der Adventure-Reihe und der Advance-Reihe und Sonic Battle Let's Played. So. Erstmal ist genug damit, beenden wir den Level. Wir haben Tails gefunden, ihm scheint es soweit gut zu gehen. So. Yeah, not bad. Level C. Da gibt es dann davon noch Level B und Level A mit zusätzlichen Herausforderungen, wie zum Beispiel auf Zeit oder eine bestimmte Anzahl von Ringen zusammen und so weiter und so fort für den 100% halt. Aber das machen wir natürlich nicht, wir spielen normal durch die Story. Und das Spiel ist natürlich auch bekannt für lange Ladezeiten. Hey Sonic, long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system.
It's got a few bugs to iron out. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Ein Chaos Emerald. Whoa! A Chaos Emerald! Yep, I just happened to find one of the 7 emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharge! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! Ja, Tails geht schon mal vor und Tails ist jetzt spielbereit, heißt, wir können also schon die Story auch mit Tails spielen. Aber wir spielen erstmal hübsch der Reihe nach komplett mit Sonic, dann komplett mit Tails und so weiter und so fort. Und der schnellste Weg durch mit dem Zug, das ergibt ja irgendwie bei Sonic keinen Sinn, weil Sonic ist eigentlich weitaus schneller als der Zug. Also müsste dann schon Sonic, während der Zug vielleicht 20 Minuten dafür braucht oder eine halbe Stunde, vielleicht schon in einer Minute dort sein, vergleichsweise, oder sogar in ein paar Sekunden. wenn er auf Full Speed setzt. Okay, das war erstmal ein kleiner Auftakt zu Sonic Adventure 1. Ja, den Part beende ich jetzt schon. Den nächsten Part werde ich natürlich dann versuchen, etwas länger zu machen, vielleicht mehr Stages dazu zu fügen. Es kam auch viel Erklärung dazwischen, das tut mir natürlich leid. Aber bei mir braucht es halt eine Zeit, bis dass ich jetzt alles mal aufgeklärt habe. Und ich wollte mal halt möglichst viel über das Spiel erklären. Ich hoffe, ich habe jetzt auch nicht zu viel gespoilert, weil über die Story ist ja noch nicht wirklich was bekannt, weil es kommen bestimmt bei euch noch jede Menge Fragen, die das Spiel noch nicht, zumindest bei denen, die was das Spiel noch nicht kennen, jede Menge Fragen auf, oder? Ich denke schon, dass es so ist. Okay, also wie schon gesagt, wenn es gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Der erste Part von Sonic Adventure 1. Und eigentlich wollte ich jetzt nochmal darauf hinweisen, sollte dieses Let's Play auch erst nächstes Jahr starten. Doch, lass mich ausreden, Sonic. Und eigentlich sollte das Let's Play auch erst nächstes Jahr losstarten. Aber ich habe mir gedacht, da ich ja Sonic Lost World ja schon fertig aufgenommen habe, beziehungsweise ich nehme das ja jetzt gerade auf, bevor ich ja schon den vierten Part oben habe, weil ich habe ja Lost World auf den 3DS schon komplett aufgenommen. Und ja, wenn ich erstmal den ersten Part hier hochgeladen habe, habe ich wahrscheinlich schon fast das komplette Spiel aufgenommen und dann arbeite ich dann bereits schon an Adventure 2. Ja, ich versuche halt so schnell wie möglich jetzt mit den Projekten fertig zu werden, damit ich auch jetzt wieder besser damit zurechtkomme und mich nicht hetzen brauche. Und dass ich auch so schnell wie möglich das hinter mir bringe, dass ich dann auch erst meine allerliebsten Spiele wieder beginnen kann. Ich kann es kaum erwarten, wieder mit Sonic Colors zum Beispiel zu spielen. Das ist eins meiner Lieblingsspiele überhaupt. Unter meinen Top 3 ist dieses Spiel die Nummer 2. Auf Platz 1 ist Generations, auf Platz 3 ist Sonic Lost World. Ja, Lost World ist zwar hardcore schwierig gewesen, zugegebenermaßen, manchmal hat es ein bisschen schwammig funktioniert, die Steuerung. Aber ich hatte trotzdem meinen Spaß. Und ja, vor allem die 3DS-Version hardcore und diese Gyrosensor-Steuerung hat mich ein bisschen gestört, aber trotzdem, war lustig. Ich hoffe, das Let's Play hat euch ja auch genauso gut gefallen. Das könnt ihr mir auch nochmal in den Kommis mitteilen. Okay, soviel mal dazu. Ich habe euch alles erklärt, was es über das Spiel zu erklären gibt. Und habe natürlich auch etwas von... habe natürlich nochmal auf mein altes Let's Play hingewiesen. Wenn ihr es nicht geguckt habt, könnt ihr es nochmal gerne nachgucken. Ihr habt alle Zeit der Welt, weil es kommen jedes Mal nur 4 Parts von diesem Let's Play pro Woche. Ansonsten vom Freitag bis Samstag. Ansonsten habt ihr die ganze Woche Zeit, die anderen Videos gucken. Nur wenn Feiertage dazwischen sind, wie zum Beispiel, wenn ich Urlaub habe oder so, kommen jeden Tag Videos. Also, ich hoffe, der erste Part hat euch jetzt gefallen. Wenn dem so ist, Daumen hoch und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wenn wir jetzt zu den Mystic Ruins aufbrechen. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush Vodafreak 89. Danke fürs Gucken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Seid wieder dabei. Auf Wiedersehen und tschüss, Leute!